Hallo liebe Ökos, herzlich willkommen bei Ökologisch. Mein Name ist Steffen und heute geht's um meine Wurmfarm. Als ich vor circa 2 Jahren meine Wurmfarm gekauft habe, haben einige meiner Freunde ziemlich komisch geguckt, beziehungsweise die konnten sich das nicht so richtig vorstellen, dass jemand Würmer hält. Aber ich finde es echt cool und ich sag liebevoll zu meinen kleinen Haustieren, Wurmis. In diesem Video erzähle ich euch, was eine Wurmfarm ist, warum ich sie gekauft habe, welche Erfahrungen ich damit gemacht habe, ob ich es vielleicht bereue, was meine kleinen Wurmis so essen. Und am Ende werde ich dann den Humus ernten, um dann meine Pflanzen damit zu düngen. Viel Spaß beim Video! Ja, im heutigen Video geht es um meine Wurmfarm. Was ist überhaupt eine Wurmfarm? Es ist eigentlich wie ein Komposthaufen, funktioniert genauso. Also ein Wurmkomposter, relativ einfach. Ja, vom Aufbau her, das ist jetzt, wie gesagt, das Modell Wurmcafé. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass man mich auch sieht und gleichzeitig das Wurmcafé sieht. Jetzt machen wir mal ein bisschen runter. Ja, also das ist jetzt mehrteilig aufgebaut. Alle Schichten sind gleich. Man füttert praktisch Pflanzenreste oben rein in die erste Schicht. Wenn das voll ist, dann ist ungefähr von der Zeit her auch das unterste entsprechend der Kompost hier unten fertig. Das heißt, der Kompost hier unten wird dann geleert, kommt dann wieder oben rein und die Würmer wandern wieder nach oben, holen das frische Futter und wandeln das um. Ja, hier unten ist noch ein Hahn. Die Würmer produzieren bei der Umwandlung, oder wahrscheinlich sind es auch die Mikroorganismen, die das erstellen, gibt es den sogenannten Wurmtee. Ich habe auch was abgelassen, das sieht irgendwie nicht so lecker aus, ist so eine braune Brühe. Kann man im Verhältnis 1:10 mischen und dann gibt es einen sehr guten Dünger. Ja, zur Funktion nochmal, also Würmer haben keine Zähne. Und um letzten Endes praktisch hier den Kompost herzustellen, brauchen wir Mikroorganismen, die sind dann da drin. Die zerlegen dann die Pflanzenreste und die Würmer schlürfen das dann auf. Und und der Kot davon ist dann letzten Endes dann die Erde. Ja, ich habe mir vor ein paar Jahren einfach überlegt, nachdem ich immer mehr den Garten bei mir ausgebaut habe, wie kann ich das Ganze, was mache ich denn mit den ganzen Pflanzenabfällen, beziehungsweise was mache ich denn mit den Küchenabfällen, den Salatresten und so weiter. Und da ist mir eingefallen, dass meine Großeltern ja immer einen Komposthaufen hatten. Und ich habe mich dann schlau gemacht, wie man das in der Stadt dann machen kann. Ja, weil in der Stadt ein Komposthaufen ist immer ein bisschen schwierig. Dann bin ich auf dieses Wurmcafé gekommen oder die Wurmkiste allgemein und habe mir das dann gekauft. Ja, und der Vorteil ist am Ende, der Kompost, den kann ich dann wieder für meine Pflanzen wieder verwenden. Ja, welche Erfahrungen habe ich gemacht? Eigentlich gemischte. Mittlerweile läuft es ja richtig gut, die Wurmfarm, es funktioniert, die Würmer sind glücklich, sie verarbeiten alles, ist alles gut. Am Anfang hatte ich ein paar Fehler gemacht, obwohl das Ganze eigentlich idiotensicher ist. Ich habe nicht so wirklich darauf geachtet, was ich füttern soll. Da gibt es eine Anleitung dabei und da steht auch drin, was man füttern darf und was nicht. Und ich hatte halt ein paar Sachen mit reingemacht, dass die Würmer nicht so mochten. Und dazu hin heißt es am Anfang, dass man soll das Ganze feucht halten. Ich habe es ein bisschen übertrieben und habe immer ordentlich Wasser reingelassen, weil ich gedacht habe, naja, dann muss unten der Wurmtee rauskommen, dann letzten Endes sind die ersoffen. Und einige wohl wahrscheinlich dann gestorben. Also ich bin Wurmkiller. Mittlerweile ist das alles wieder im Schuss und es funktioniert gut. Ja, was essen die Würmer denn? In der Anleitung ist es eigentlich recht gut beschrieben. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel gemacht. Ich habe hier die
Schalen von der Gurke genommen. Ich habe ein altes Stück von der Gurke genommen, wo leider ein bisschen ranzig war. Ich habe Salatreste, Karottenreste, Pilzreste, eine kaputte Tomate. Das mögen die alles. Das ist gar kein Thema. Was absolut No-Go ist, Zitrusfrüchte oder auch verarbeitete Lebensmittel. Das heißt also, wenn irgendwas gekocht ist, wie gewürzt ist, geht gar nicht. Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer und solche Reste auf keinen Fall reintun, das mögen sie nicht. Ich habe auch schlechte Erfahrungen mit Kohl gemacht, so China-Kohlresten und so weiter. Da, man riecht es dann auch sofort. Normalerweise ist die Wurmbox wirklich geruchsfrei, das ist alles natürlich, riecht nach Erde. Und wenn das aber dann irgendwie nicht stimmt, dann werden die ganz schnell unglücklich. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, normalerweise stinkt die gar nicht. Also es gibt auch Modelle, die kann man in die Wohnung reinstellen. Also theoretisch könnte man das Ding jetzt auch in die Küche reinstellen. Ich habe so schöne Holzvarianten gesehen mit Polsteraufsatz, die man praktisch als Sitz verwenden kann. Wäre jetzt für mich nichts, aber grundsätzlich ist es möglich. Und wenn man gut auf seine Wurmfarm aufpasst, dann ist es auch gar kein Problem. Also ich habe meinen Wurmkomposter immer vorne bei den Hochbeeten stehen. Ich habe so ein kleines Dächchen, dass es nicht reinregnet, weil da oben sind so Wasserlöcher drin. Das muss man aufpassen. Würmer sind sehr, sehr empfindlich in der Richtung. Wenn es da drauf prasselt, dann werden die nervös und wollen fliehen. Also das ist genau die Situation, wenn man, wenn es frisch geregnet hat, wenn überall auf der Straße die Würmer rumkrabbeln. Also die wollen dann auch raus. Also deswegen alles geschützt. Dann funktioniert das. Und im Winter muss man ein bisschen gucken, es darf nicht zu kalt werden. Also ich stelle sie dann einfach immer in den Keller. Ich habe sie jetzt erst gerade letzte Woche wieder hochgeholt. Also Frost ist nicht so gut. Also von daher Mitte April ist wieder in Ordnung. Und dann eigentlich im November dann wieder in den Keller stellen, dann ist das kein Problem. Dann essen die aber auch nicht so viel im Winter. Da habe ich auch dazu lernen müssen, da wird dann deutlich weniger Futter gegeben. Ja, jetzt werfen wir mal einen Blick nach innen. Wir sehen jetzt, was ich da jetzt gefüttert habe. Also das hier ist eine Hanfmatte. Wird auch empfohlen, dass man das oben drauf macht. Dann geht der Kompostiervorgang deutlich schneller. Da kommt dann immer, man soll Papier oder besser gesagt Pappreste dazugeben, dass das Ganze locker bleibt. Es kommt durchaus vor, dass da auch ein bisschen Schimmel sich bildet. Also es ist alles gar kein Thema. Man sieht jetzt hier so diese ganz, ganz feinen, kleinen, weißen Würmchen, das sind meines Wissens nach nicht keine Babywürmchen, sondern andere Würmer, die da praktisch helfen beim Kompostiervorgang. Ich klaue mir jetzt mal so einen Wurm, der wird jetzt gleich durchdrehen wahrscheinlich. Da haben wir so einen Wurm. Ja, also Ekel darf man tatsächlich nicht haben, wenn man sowas hat. Ich habe auch normalerweise immer die Handschuhe. Diese Hanfmatte ist schon relativ zerlegt. Da sieht man jetzt dann, was da passiert. Also es ist extrem feucht und das ist alles so gut. So, wenn man jetzt eine Schicht runter geht, ich mache es jetzt mal zu und hole mal eine Schicht runter raus. Es ist ziemlich schwer, obwohl die Seite, die ist noch relativ leicht. So, dann sehen wir jetzt hier, es ist schon deutlich zerlegter. Ich habe hier mal den Fehler gemacht, dass ich hier Kürbisreste reingemacht habe. Diese Kürbiskerne, die haben dann natürlich, die haben angefangen auszutreiben. Und plötzlich hatte ich da so eine kleine Kürbisform da drin. Das war nicht so toll, also da habe ich auch draus gelernt. Und, ups. Umso weiter runter geht, normalerweise sollen immer weniger Würmer da sein. Mal sehen, wie es jetzt ist. Okay, da sind auch noch welche. Und das ist jetzt praktisch die fertige Erde. Und dann können wir uns das mal angucken. Also die Erde, die kann man jetzt tatsächlich zum Pflanzen nehmen. Ja? Ja, da bin ich jetzt, ich habe es selber noch nicht gemacht, muss ich sagen. Also das ist jetzt meine erste Erdernte, die ich gemacht habe. Und das ist dann jetzt
fertiger Humus, den man den Pflanzen beimischen kann. Muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man nicht die Würmer dann mit reinmischt. Ja, ich muss wahrscheinlich jetzt wieder mehr oben füttern, dann kommen die automatisch hoch und bleiben hier nicht unten drin. Also das sieht man jetzt extrem feinkörnig, schön vom Aufbau her. Und ja, das ist extrem reichhaltig, perfekte Erde für meine Hochbeete bzw. auch für meine anderen Pflanzen. So, jetzt habe ich mit der Ernte der Wurmerde oder des Kompostes angefangen. Ich habe doch noch eine Stelle gefunden, wo ich es jetzt direkt einsetzen kann, und zwar in meiner Kräuterspirale. Da hat sich nämlich die Erde ordentlich gesetzt. Und mein Rosmarin, der braucht, glaube ich, so langsam mal wieder ein bisschen Energie. Den habe ich ganz schön zurückgeschnitten, und da oben ist auch noch mein Oregano und mein Thymian. Ja, ich habe jetzt mal ein bisschen Erde rausgeholt. Natürlich sind zwischendrin Würmer noch drin, die muss man dann einfach wieder rauspflücken. Aber ansonsten geht es eigentlich ganz gut. Ich hätte eigentlich erwartet, dass weniger Würmer drin sind, aber ist ja nicht schlimm. In dem Fall, wenn da der eine oder andere Wurm drin ist, ist nicht so problematisch. Wir sind ja in der freien Natur. Wenn ich es in einer Zimmerpflanze drin habe, muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Aber hier ist es jetzt gar kein Problem, wenn da mal ein Wurm drin ist. Ja, und wenn das hier leer ist, dann kommt das dann nachher wieder oben drauf. Und dann wird wieder von oben neu befüllt. Ja, da sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr geekelt, beziehungsweise ich hoffe, dass ihr es interessant fandet und bald mal wieder dabei seid, wenn es neue Videos zum Thema ökologisches Leben gibt. Vergesst nicht, Like und Abonnieren. Bis bald, euer Steffen. Ciao.